Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem Thomas mal wieder und ihr habt ja gesehen, ich habe ja öfter mal Platten gehabt jetzt und deswegen rüsten wir heute auf Tubeless rum. Ich habe gar keine Ahnung und der Thomas hat sich angeboten, mir da zur Hand zu gehen, mir zu helfen, mir ein bisschen was zu erklären. Und darum geht's heute. Das heißt wirklich so für Dumme letztendlich. Ja, für Einsteiger würde ich sagen. Dumme hört sich immer fies an. Also ich bin echt so ein, was Technik angeht, tue ich mich echt schwer. Technik-Nerd. Ich bin froh, dass ich die Gabel rausbekommen habe und die putzen konnte, als der Steuersatz geknackt hat. Man wächst mit seinen Aufgaben, gibt's da so als Phrase, glaube ich. So, wir legen jetzt einfach mal los. Mein Tipp, wenn ihr auf Tubeless umrüstet, ist definitiv vorher zu checken, ob die Felge schon Tubeless Ready ist, ob der Reifen Tubeless Ready oder wie bei Schwalbe sogar Tubeless Easy ist. Das ist eine sehr einfache Montage. Und wenn wir den gleich abgezogen haben, einmal mit einem Zewa und Scheibenreiniger durchgehen, damit kein Dreck zwischen Reifen und Felge ist, vor allem wenn man in einem gebrauchten System ist und das nicht direkt mit einem neuen macht. Mein Tipp, ohne dass es eine Produktwerbung ist, ist hier das No Puncture von MacOff, weil das ist ziemlich zäh, das ist nicht ganz flüssig wie das von Stance zum Beispiel und eignet sich daher für den Mountainbike-Bereich optimal und es riecht natürlich total klasse und wird uns gleich die Sinne vernebeln. So, ich habe da schon mal was vorbereitet. Wir fangen natürlich an, da ist schon der nächste Stopp, der erste Stoppfaktor. Wir machen natürlich Reifen für Reifen, lassen den anderen erstmal drin. Fangen mit einem Reifen an, machen den und machen dann den anderen Reifen. Ja, dann lassen wir ganz unspektakulär die Luft raus. Ein bisschen draufdrücken auf den Reifen, damit auch die ganze Luft rausgeht. Eigentlich ist Tubeless-Montage viel schöner wie Schlauchmontage, weil man zum Beispiel den Schlauch nicht mehr kaputt machen kann bei der Montage. Mit dem Reifenheber oder so. Und hier lässt er offen, damit man gegebenenfalls nochmal draufdrücken kann. Jetzt drückt man einfach hier den Reifen von der Felge. Dreht das Ganze, drückt den auf der anderen Seite auch, über den sogenannten Hump. Das ist der Hump, das heißt so, das ist so eine kleine Delle in der Felge, das ist auch bei Autofelgen, deswegen gibt es überhaupt Tubeless jetzt auch beim Fahrrad, weil dieser Hump entwickelt worden ist und dadurch erst der Reifen sicher und dicht auf der Felge sitzt. Und da ich ja mal Kfz-Mechaniker gelernt habe, weiß ich, wie man im Oktober und im Frühling Reifen wechselt. Es gibt quasi nichts anderes. So. Dann geht ihr mit dem Reifenheber rein, am besten ein harter Reifenheber. Ich habe mal noch diesen Klassiker hier für Einsteiger zu empfehlen von Crank Brothers, weil der schützt dann noch die Hand, wenn man mal abrutscht. Hat aber nicht ganz so viel Power leider. Die andere Seite kann man dann eigentlich in der Regel einfach so rausziehen. Jetzt zieht man natürlich erstmal den Schlauch raus, das was man nicht mehr braucht. Das ist die beste Verwendung für so einen Schlauch. Kleiner Tipp für Leute, die was Sinnvolles haben wollen und Geld sparen wollen. Man kann diesen Schlauch aufschneiden. Und dann zum Beispiel hier um die Kettenstrebe wickeln und mit einem Kabelbinder fixieren. Dann hat man einen sehr effektiven Kettenschutz, der sehr leise ist. Nicht der leichteste, aber sehr haltbar und kostet quasi nichts. Oder man benutzt den, wenn man ein E-Bike hat, um den Kumpel mitzuziehen. Dafür ist der auch sehr gut. Das ist Geschichte. Das gibt es demnächst nicht mehr. Wobei man dem Daniel natürlich ehrlicherweise sagen muss, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn dir bei Tubeless der Reifen von der Felge geht und du bist mitten in einem Laubwald und hast, oder Nadelwald und hast alles voll mit Milch und diesem Zeug. Das darf uns nie passieren. Jetzt machen wir zuallererst das Ventil rein. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst vor allen Dingen darauf achten, bevor ihr das Ventil montiert, wenn da vorher ein Schlauch drin war, kann es sein, dass hier leichte Haarrisse in dem Tubeless-Band sind. Dann nochmal diese 10 cm neues Tubeless-Band einsetzen. Das von Bike Components reicht dabei zum Beispiel komplett aus. Das kostet, die ganze Rolle kostet glaube ich 9 Euro. Jetzt setzt ihr das Ventil ein. Hier ist ein Gummikegel, der dichtet das Loch automatisch ab. Jetzt ist das auch so, dass diese Ventile, das sind die Stance-Ventile, sind eigentlich optisch von dem Schlauch auch von außen gar nicht mehr zu unterscheiden, weil die sehen dann ganz genauso aus, weil die auch dieselbe Rändelmutter haben. Die ziehen wir jetzt natürlich ein bisschen hier richtig fest, bis das Ventil nicht mehr wackelt seitlich. Also hier muss das so, muss das fest sein und hier muss sich das Gummi richtig reinarbeiten. Lieber ein bisschen zu fest, weil wir rappeln ja immer im Gelände rum, als ein bisschen zu lose. So, jetzt ist das drin. Wir lassen den Reifen, ihr habt gemerkt, die eine Seite lassen wir die ganze Zeit drin. Nun ist das Problem, wenn man perfektionistisch veranlagt ist, dreht man jetzt den Reifen, dass der Maxxis-Schriftzug genau in der Mitte vom Ventil ist. Das ist extrem wichtig, sonst hält der Reifen nicht dicht. Das ist natürlich Blödsinn, aber es ist halt ganz schön,
Wenn man das so macht, dann hat man immer den Wechselschriftzug da, wo halt das Ventil ist. Und wenn man das Ventil mal sucht, findet man das schnell. So, bei so einem Reifen würde ich jetzt knapp 90 Milliliter Dichtmilch reintun. Jetzt tun wir den einmal, nachdem wir das vorne reingetan haben, einmal rumdrehen den Reifen, damit es erst schon mal überall in den Reifen läuft. Mein Tipp, wenn ihr so rumsaugt, wie ich jetzt hier, legt euch eine Rolle Zewa hin oder einen Lappen und macht das, wenn es geht, sofort weg. Weil wenn das trocken ist, diese Latexmilch, kann man die gar nicht mehr wegmachen. Und passt auf, wenn es geht, dass ihr die nicht auf die Klamotten kriegt, weil die gehen echt schlecht raus, die Sachen. Jetzt kommen wir zur einzigen Besonderheit bei einer Tubeless-Montage. Das ist nämlich der Punkt, dass wenn wir den gleich aufpusten wollen, oftmals das mit einer normalen Luftpumpe ein bisschen schwer ist. Nicht, weil die den Druck nicht schafft oder sowas, sondern weil die einfach nicht so viel Volumen an Luft fördern kann wie ein Kompressor. Deswegen kann der Daniel mal eben zeigen, was ich mitgebracht habe. Das ist ein ganz kleiner Elektrokompressor, aber da kann man halt super Fahrradreifen mit aufnehmen. Ich war übrigens ganz, ganz lange ein Verfechter, dass Tubeless total überflüssig ist und habe das ganz lange bekämpft, bis ich dem Ganzen ernsthaft eine Chance gegeben habe und habe dann erkannt, für meinen Einsatzbereich mit fiesem Gelände etc. gibt es eigentlich nichts Besseres, als Tubeless zu fahren. Ich habe seitdem sehr viel weniger Pannenärger. Es gibt natürlich auch Einsatzbereiche, wo Tubeless einfach nicht notwendig ist. Zum Beispiel bei Roadbikes, also Rennrädern, das ist Blödsinn. Oder wenn jemand nur Marathon fährt, der kann einfach entweder einen Turbolito oder einen normalen Schlauch fahren. Da macht das überhaupt keinen Sinn. So, jetzt müssen wir natürlich einen Ventilbandadapter montieren für den Kompressor. So. Leider ist der Pumpenkopf ein bisschen ausgeschlagen von dieser unglaublich hochwertigen Luftpumpe. Das war's schon. Reifen drauf. Ne? Der springt natürlich jetzt sehr viel schöner, wie wenn da ein Schlauch drin ist. Und der springt halt, der Daniel kennt das Problem, der springt jetzt sofort in die Felge, in den Hump. Man kann das hören, dieses Peng Peng ist dieser kleine Hubbel in der Felge. Da springt der Reifen drüber und dann sitzt der auf der Felge. Da das ein guter Reifen ist, der schon tubeless ready ist und die Felge ist tubeless ready, ist das sogar jetzt fast schon dicht. Wir werden jetzt allerdings kurz ein bisschen mehr Luftdruck drauf machen. Das ist ein Tipp von mir noch. Macht ruhig so 3 Bar drauf. Wenn ihr das drauf habt, macht ihr den Ventiladapter ab. Manchmal, wenn der Reifen nicht springen will, weil zum Beispiel, das passiert schon mal, wenn ihr den Reifen neu habt und der ist dann vom Transport so geknickt, die Kanten, dass da Luft rauskommt, dann kann man das Ventil rausdrehen und den Kompressor ohne Ventil, dass der Reifen erstmal einmal springt. Ist er einmal gesprungen, dann kann man das wieder abmachen, Ventil rein und normal aufpumpen. Nur dann hat man wieder mehr Luftvolumen, wenn man das Ventil halt rausmacht. Wissen viele nicht und doktern dann 8 Jahre mit ihrer Luftpumpe rum. Das funktioniert halt nicht. Vorteil an dem System jetzt natürlich auch leichter geworden. Kein Schlauch mehr drin. Natürlich ein bisschen Dichtmilch. Und weil wir gerade Dichtmilch eingefüllt haben, machen wir jetzt hier so mit einer Viertelumdrehung versetzt, so ein bisschen hier hin und her, damit sich das an der Außenwand festsetzt. Aber der Daniel darf mal raten, was das Beste ist, um die Milch zu verteilen. Fahren. Mein Tipp, macht die Tubeless-Montage vor Natur oder bevor ihr in den Bikepark fahrt, weil es ist durchaus üblich, kriegt dann keine Panik, wenn ihr neu Tubeless montiert habt, dass der Reifen erstmal so 3-4 Wochen, dass man den vom Biken immer mal aufpumpen muss. Das ist sowieso der einzige Nachteil eigentlich beim Tubeless, dass man seinen Luftdruck ein bisschen öfter kontrollieren muss, weil natürlich dadurch, dass es nur noch eine Gummischicht ist, man mehr Luft verliert. Und wie viel Bar sollte man fahren? Wie viel Bar man fahren sollte, das ist eine gute Frage von Daniel, die kriege ich auch immer in meinen Kursen gefragt. Man sollte so viel Bar fahren, A, wie viel man wiegt und B, was man fährt. Fahre ich jetzt zum Beispiel im Wald technische Trails, also eher halt so Single Trails mit Technik und so, dann darf man bei einem Tubeless-System ruhig mal 1,2, 1,3 Bar nur fahren, damit man richtig fett grippert auf Wurzeln etc. Wenn man da allerdings jetzt mit Speed fährt und diese Wurzeln auch springt und landet, sollte man eigentlich nicht unter 1,6, 1,7 fahren. Ich denke, bei unserem Gewicht macht, also ich fahre zum Beispiel sehr gerne hinten 2 Bar, vorne 1,8. Dann bei hinten darf das Rad ruhig mal ausbrechen, vorne brauche ich einen Grip und ich denke, das ist ein guter Einheitswert. Leider hängt der Luftdruck auch sehr viel von der Karkasse ab. Ich habe zum Beispiel an dem Lapierre habe ich eine Downhill-Karkasse extra gewählt. Die ist dann sehr steif. Dann hast der Reifen auch noch Stabilität mit wenig Luftdruck. Hast du jetzt einen Reifen, so wie die Maxxis-Reifen, diese hier, die haben eine sogenannte Exo-Karkasse, also nur eine 50 PSI-Karkasse.
Die ist natürlich hier ein bisschen weicher und dann, wenn du weniger Luftdruck hast, ist die auch anfälliger für Defekte, logischerweise. Deswegen kann man die Frage von Daniel eigentlich, wie so vieles beim Mountainbiken, nicht pauschal beantworten. Tut mir leid. Während der Daniel das macht, der versucht das jetzt selber, das ist ja auch der Sinn der Sache, das ist ja quasi so eine Art Workshop für ihn heute, mache ich das, was am neben Pedallagern am meisten vernachlässigt wird von uns allen, also von allen Mountainbikern. Und das ist das System, was uns vor sehr schlimmen Stürzen bewahrt und was relativ teuer ist, wenn man sich es neu kauft. Das sind nämlich die Speichen und die Laufräder. Ist kein Hexenwerk, sich so einen Speichennippelspanner, tolles Wort, zu holen. Und dann setzt man den einmal hier an, fängt am Ventil an, damit man weiß, wo man angefangen hat. Und guckt einfach so eine Viertelumdrehung, ob die alle fest sind. Wenn ihr dann merkt, dass eine ein bisschen lose ist, dann hattet ihr schon mal einen Impact oder sowas mit der Felge. Oder es ist einfach, hat sich einfach gelöst, kann natürlich auch sein. Dann sollte man die so ungefähr vom Gefühl her so festdrehen, wie die anderen sind. Weil sonst die Gefahr ist, dass die sich mal auf dem Trail komplett löst. Und dann habt ihr unglaublich schnell, wenn die Speichenspannung halt nicht mehr gegeben ist, habt ihr unglaublich schnell einen Achter in der Felge oder einen Höhenschlag. Und das ist dann oft nur mit sehr viel Arbeit oder manchmal auch gar nicht mehr zu kitten. Wenn so eine Alufelge einmal krumm ist, ist sie oft krumm. Deswegen mein Tipp, so einmal im Monat, wenn ihr auch viel, vor allem wenn ihr viel Bikepark, viel springt, dann auch gerne zweimal im Monat, einfach mal gucken, immer sind die Dinger noch fest. Und nicht wundern, wenn ihr die festgezogen habt und die waren ein bisschen lose, dann kommt manchmal bei der ersten Fahrt, so wie bei einem neuen Rad, das auch passieren kann, so klong, 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 klong aus den Speichen, dann setzt sich die Felge wieder. Das ist ein ganz normales Geräusch, keine Panik, die sind dann nicht zu festgezogen oder sowas. So, dann, wie sieht's denn aus? Wie weit sind wir denn? Ja, ich versuche den Mantel herunterzukriegen. Gibt's da einen Geheimtrick? Ja, ich hatte den ja, eben den Mantel hatte ich ja eben vormanipuliert, damit das bei mir so leicht aussieht. Also da gibt es erstmal als Tipp, als Dummy nimmt man den Crank Brothers. Das ist, jetzt so, ist halt einfach einer der besten Reifenheber gerade für Einsteiger. Den setze ich hier an und wenn man jetzt merkt, hier ist unglaublich viel Druck drauf, dann ist halt entweder noch Luft drauf oder der Daniel hat das Problem, dass er einen Schlauch montiert hat, der eigentlich schon fast viel zu dick für den Reifen ist. Die Befürchtung habe ich jetzt fast. Und dadurch hat der Reifen jetzt gar keinen Platz von diesem Hump. Wenn wir mal gucken, hier ist dieser Hubbel. Und hier ist das Mittelleben, wo die Speichen eingehangen sind. Da muss ich den Reifen jetzt eigentlich erstmal reindrücken überall. Und wenn jetzt der Schlauch so dick ist, drückt er mir den Reifen immer wieder zurück nach außen. Und weil der Reifen dann außen ist, kann ich ihn hier nicht drüber führen. Das heißt, jetzt übe ich hier ein bisschen Druck mit dem Reifenheber aus und drücke den Reifen überall nochmal ein bisschen in die Mitte zurück. Und jetzt, damit ich ihn auch nicht ganz umsonst mitgebracht habe, nehme ich den zweiten Reifenheber und versuche den einfach nochmal ein Stück daneben anzusetzen. So. Aber andersrum natürlich. Erst den Reifen, du siehst hier schon, wie weich der ist, der Crank Brothers. Der kann einfach nichts. Und dann hörst du schon, dass hier ziemlich viel Druck drauf ist auf dem System. Ja, das ist der Schlauch, den wir reingemacht haben von nach dem Steinfeld. Genau, richtig. Und das Problem ist halt immer, wenn der Reifen halt einmal in wieder außen reingedrückt wird, dann hast du das Problem, wenn er einmal außen reingedrückt wird wieder, dass er halt einfach nicht über die Felge kann, weil er einfach kein Platz für ist. Und jetzt haben wir nämlich das Problem, dass innen der Schlauch gegen den Reifenheber drückt und deswegen kann man den Reifenheber gar nicht vernünftig an der Felge vorbeiziehen. So, da helfen jetzt zwei Reifenheber, habt ihr jetzt gesehen, dass man hier ein bisschen mehr aufkriegt. Jetzt sieht man schön hier, wie dick der Schlauch ist. Und wenn dann der innere Reifenheber, der kommt hier gegen den Schlauch und deswegen kann man ihn nicht durchziehen. Der hängt hier wirklich, hier sieht man das, der hängt dann richtig da fest. Noch ein Grund, einfach keine Schläuche mehr zu machen. So, damit ihr euch nicht wundert, warum wir jetzt dreimal in der Flasche pumpen. Wenn man dreimal pumpt, sind ungefähr 90 Milliliter. Ich denke, das wird für diesen Reifen reichen. Sollte man nach einem Monat immer noch ziemlich viel Luft verlieren, ja, das reicht, okay. Jetzt hat er den nicht getroffen, daneben gespritzt. Was? Wenn man daneben spritzt, ist echt Sauerei. Solltet ihr dann immer noch Luft verlieren, könnt ihr einfach entweder den Reifen nochmal abziehen und noch ein bisschen Milch auffüllen. Das mache ich immer. Es gibt da jetzt auch diese kleinen Flaschen zum Auffüllen. Also
Es hat ja nicht jeder so einen 5-Liter-Kanister zu Hause stehen. Da kann man dann durch das Ventil auffüllen. Das habe ich öfter gesehen. Genau, das geht auch. Dann hat man natürlich die Reifenmontage-Zeug da kein Problem mit. So, dann habe ich verteilt. Jetzt musst du ihn bereiten, ne? Und jetzt muss ich ihn einfach nur montieren, so wie vorher auch. Nur, dass du jetzt halt den Schlauch nicht mehr als Gegenhalt hast. Und deswegen musst du eigentlich immer gucken, dass du auf beiden Seiten gleichzeitig arbeitest. Also mit beiden Händen erstmal bis hier. Und wenn du dann da bist, dann drehst du das System vorsichtig, tauschst die Hände und versuchst dich hier weiter gleichzeitig links und rechts vorzuarbeiten und dann hier einen Druck auszuüben, damit der Reifen nicht wieder runterrutscht. So, aufpumpen darf der Daniel jetzt wieder selber. Durchdrücken, durchdrücken. Das merkst du schon, irgendwo kommt hier die Luft raus. So, wir haben hier schön den Worst Case, er nimmt jetzt keine Luft an, der Sausack. Und warum da keine Luft an? Weil wir zu wenig Luftdruck haben. Und warum nicht? Weil wir das wunderschöne Geräusch des Kompressors nicht gehört haben. Wir lassen den kurz einmal volllaufen und machen dann die Kamera. Da hat der Daniel sich Sorgen gemacht, dass ich mit meinem Radio die Nachbarn wecke. Also diese Dinger, obwohl das so klein sind, machen echt einen Höllenlärm. Wenn ihr die anmacht, denkt dran, macht das nicht morgen, sondern vor der Runde. Warte mal, mach mal aus. Ist er da gesprungen? Aber hier will er noch nicht, weil er jetzt da in dem Hamm, jetzt da unten drin hängt. So, jetzt machen wir das Ventil einmal raus. Weiß der Daniel das auch? Gibt es natürlich normalerweise einen Ventilrohrdreher für. Ich habe so einen multifunktionellen Nippelspanner. Da passt dann auch immer irgendwas, passt in dem Fall der Elberwert. Dann kann man das rausdrehen. So, jetzt den Adapter wieder drauf. Und jetzt haben wir einfach den Vorteil, wenn es jetzt immer noch nicht springt, müssen wir den Reifen mal ein Stückchen drehen oder so. Jetzt haben wir aber den Vorteil, dass wir halt kein störendes Ventil mehr dazwischen haben. Das heißt, jetzt geht die Luft 1:1 in jedes System. Ich gehe direkt, mache die kritische Stelle nach oben, dass ich da leicht Druck ausüben kann mit dem Arm. Jetzt ist der Reifen gesprungen, natürlich geht die Luft wieder raus. Warum geht die Luft wieder raus? Weil wir kein Ventil drauf haben. Kein Ventil drin haben. Das ist aber schon schön, dass das jetzt passiert ist, weil das ist eigentlich schon ein Pro-Tipp, wo die Leute dann, wenn sie das Ventil drin lassen, gerade dran verzweifeln, weil sie einfach zu wenig Luftvolumen in den Reifen kriegen, damit er wirklich auf die Felge springt. Man hat das jetzt schön gehört, wie der Reifen auf den Hamm gesprungen ist. Jetzt machen wir das Ventil wieder rein. Die sollte man auch immer als Ersatz dabei haben als Tubeless-Fahrer. Macht Sinn. Falls man mal eins schrottet oder mal eins verliert, das löst sich ja auch schon mal. Der Elberwert, habe ich gesagt. Jetzt merkt man, jetzt dreht man das eigentlich nur so lange fest. Irgendwann merkt man, okay, es kommt ein Widerstand, da ist ja ein Gummi drin. Jetzt machen wir einmal nochmal 3 Bar drauf. Jetzt müsste die Luft natürlich sofort halten, weil jetzt ist der Reifen halt außen auf den Hamm gesprungen. Man hört es immer noch undicht. Erstaunlich. Ist da vielleicht ein Loch drin? Jo, also wir haben hier tatsächlich den Mega Worst Case der Montage da. Ja. Ein Loch und auch eine kleine Macke in der Felge. Das hat sich der Daniel wohl in Olpe reingefahren. Das bedeutet, das hat man jetzt beim Schlauch natürlich nicht gemerkt, ja, weil der Schlauch das natürlich wunderbar abgedichtet hat, diese Stelle. Jetzt bei der Tubeless-Montage ist es aber so, dass das natürlich da nicht mehr geht, weil das ist ein mega Loch drin. Wie der Zufall will, habe ich ganz zufällig 2 Reifen dabei und wir können einfach einen anderen Reifen montieren. Eine andere Session einlegen, eine Latex-Session. Ja, jetzt habe ich den Daniel voll getroffen, das, was ich eben erzählt habe. Es war doch jetzt, da wir jetzt einen 2-Reifen montiert haben, war das System jetzt quasi schon versaut, wenn man so will. Und deswegen hat der Daniel jetzt beim Springen des Reifens die ganze Latex-Milch abbekommen. Zum Glück hat er keinen von seinen neuen Merch-Pullis an, sondern keine Ahnung, irgendwas. Irgendwas aus der alten Gangzeit, keine Ahnung. Ja, es ist tatsächlich aus der alten Gangzeit. Die Hose ist von Steve. Die hat ihm nicht mehr gepasst. Steve, der heute leider nicht hier ist. Ja, ich habe ihm angeboten, komm doch mit auf die Trails, aber ich glaube, es war zu früh. Dann mache ich jetzt erstmal, dass er das Hinterrad erstmal 2 Bahnen rein, weil der Reifen scheint ziemlich dicht zu sein.
Wenn man wissen will, ob er hundertprozentig dicht ist, macht man das ganz klassisch. Wasser in eine Wanne und dann gucken, ob Luftblasen kommen. Aber jetzt hatten wir quasi hier schön bei der Typusmontage, als ob wir das fürs Video geplant hätten, fast alle Sachen, die einem so passieren können und die einen wirklich zurückwerfen, wo man dann sagt, scheiß Tubeless und macht wieder einen Schlauch rein. Aber der Daniel wird gleich selber merken, es ist einfach ein tolles System, wenn es einmal funktioniert. Erfordert natürlich ein bisschen Erfahrung, das so zu montieren. Der Daniel hat das eben, glaube ich, selber gemerkt. Auch Reifen so zu montieren, dass das immer so einfach aussieht. Ja, bei dir sitzt halt jeder Hand. Jetzt bauen wir das System ein. Und was machen wir dann, Daniel? Dann gehen wir fahren. Dann gehen wir fahren, genau. Ja, hallo! Achso, der ist jetzt einfach. So, wir sind fertig, beziehungsweise der Thomas ist fertig geworden. Vielen lieben Dank fürs Helfen und Umrüsten und alles, was ich gelernt habe. Ja, wir hatten wirklich alle Möglichkeiten, die schief gehen konnten, sind schief gegangen, ne? Genau, alle Möglichkeiten, die so passieren können, sind dann tatsächlich passiert. Falls ihr euch wundert, ich habe hinten den Reifen andersrum montiert. Das habe ich dem Daniel noch gar nicht gesagt, weil er meiner Meinung nach dann hinten mehr Sinn macht. Muss er mal probieren, sonst muss man den Reifen nochmal umdrehen. Dann kann der Daniel nämlich ein bisschen üben. Aber dann hat man fürs Bremsen hinten mehr Traktion. So, würden jetzt viele sagen, Blasphemie, macht das nicht. Soll er einfach mal testen, wie das läuft. Dafür läuft er nicht mehr ganz so gut, der Reifen. Aber einfach mal als Test, gerade jetzt bei der feuchten Witterung. Bike ist fertig und ist jetzt natürlich total leicht geworden. Ne? 13,2 Kilo nur noch das Torque. Super. Ja, geil. Wir gehen jetzt eine Runde fahren. Das seht ihr aber erst im nächsten Video. Und werden das Ganze mal testen. Und ich werde dann in dem nächsten Video bei Daniel ganz exklusiv auch was ganz Neues testen. Das seht ihr dann im nächsten Video. Steht schon da. Aber ihr könnt es nicht sehen. Jetzt abonnieren nicht vergessen und ja, wartet auf das nächste Video. Bis dahin. Ciao.